Wer seid ihr? Glatze Nummer 1, Glatze Nummer 2, Gehilfe, Glatze 3, Glatze 4. Alles klar, weiter glatzen. Ist da oben eigentlich was? Was brauche ich so eine große Halle, wenn die Dinger so niedrig sind? Nein, das... also was machst du denn da? So, jetzt. Jetzt immer noch die Frage, wo die Alte eigentlich rumgammeln. Da sind die Kids überall rumrennen. Bis zur nächsten Evaluation wird mit dem eigenständigen Training fortgefahren. Da auch nicht, da oben können sie wieder sein. Schau mal mit auf. Ah, ein weiterer Teilnehmer im großen Spiel der Mächte von Magalan. Wie ich sehe, hat dich dein Weg wieder in eisige Gefilde zurückgeführt. Und das nach so langer Zeit. Ka'ekrom, wenn ich mich nicht täusche. Du kennst noch meinen Namen? Das ist sehr interessant, wo wir doch so selten das Vergnügen hatten. Wenn ich mich recht erinnere, warst du damals Kundschafter im Dienste des Eispalastes und viel unterwegs. Eine alte Tätigkeit, die ich nie ganz abgelegt habe, auch wenn sich meine Aufgabenfelder um einige Dinge erweitert haben. Mhm. Bescheiden? Es heißt, du seist der erste Lexitor, also der oberste geistige Anführer der Alps. Für dich nur Ekrom, Jax, Bestie von Xakor. Das ist sehr lange her. Dieser Titel wird mir nicht mehr gerecht. Und doch wanderst du wieder auf den Pfaden deines alten Volkes. Und das sicher nicht ohne Grund. Ich nehme an, du bist hier wegen der Fremden, die unseren Planeten heimsuchen. Es gibt eine Vielzahl von Dingen, die ich erledigen muss. Nun, das ist hochinteressant. Was kann ich tun, um dich bei deinen Aufgaben zu unterstützen? Da. Was gedenkst du gegen die Invasion der Fremden zu unternehmen? Augenscheinlich sind wir Alps momentan in der schlechtesten strategischen Position aller Völker von Magalan. Und wie es gerade aussieht, sind wir auch nicht so gut ausgerüstet wie sie. Was uns Alps zur ersten Zielscheibe für die Fremden macht. Es gilt also, wachsam zu bleiben und alle Bewegungen der Fremden genau zu beobachten. Auch einer der Gründe, warum ich nicht häufig im Depot aufzufinden bin. Bist du Oberbleib der Alps? Hast du kein Bedenken, ganz ohne Schutz außerhalb des Depots rumzulaufen? Blablabla. Du könntest bei den Alps ein gutes Wort für mich einlegen. Nun, das könnte ich tun. Allerdings sind es deine eigenen Entscheidungen gewesen, die dich dahin gebracht haben, wo du jetzt stehst. Wenn du unser Volk von dir und deiner Sache, wie auch immer diese aussehen mag, überzeugen kannst, dann hast du es dir verdient. Andernfalls... Schon klar. Ich kann dir nur den väterlichen Rat geben, konsequent zu sein. Der Wankelmütige ist niemals so effektiv und vorbildlich wie der standhafte Soldat mit einem klaren Ziel vor Augen. Wachsamkeit? Das ist alles, womit du aufwarten kannst? Ich hätte dir einen ausgefeilteren Plan zugetraut. Keine Sorge, den habe ich auch. Nur werde ich ihn dir nicht mitteilen. Du hast dich für das Volk der Alps nicht nur einmal als problematisch herausgestellt. Mach dich verdient für unser Volk, auf welche Art du das auch bewerkstelligen magst. Wer weiß, vielleicht kommt der Tag, an dem ich meine Kenntnisse und Pläne mit dir teile. Bis dahin allerdings. Du bist das Oberhaupt der Alps. Hast du keine Bedenken, ganz ohne Schutz außerhalb des Depots herumzulaufen? Ich bin Elexitor der Alps. Wenn ich es nicht einmal schaffe, gegen die Gefahren Ignadons zu bestehen, wie soll ich dann ein Volk führen können? Ach, und noch etwas. Die Fremden machen ihre Besitzansprüche mit aller Macht geltend.
Wenn du also nicht sterben willst, dann meide bis auf Weiteres das Land Marakor. Dort sind sie besonders aktiv. Sehr gut. Dort sind die besonders aktiv. Sehr gut. Jetzt müssen wir erstmal die Alte finden. Hey Glatze, hast du die andere Glatze gesehen? Nein? Okay. Ach, da jetzt steht sie wieder da, oder was? Willst du mich verarschen? Du bist spät dran. Hatte ich nicht eine Stunde gesagt? In Zukunft behandelst du meine Aufträge mit höchster Priorität. Also, was hast du herausgefunden? Was genau beim Silo passiert ist, kann ich dir nicht sagen. Aber alles spricht für einen Bombenanschlag. Aber sicher doch. Und als nächstes erzählst du mir, Skibor war der Urheber. Das ist nur eine Möglichkeit. Aber es ist eine. Neben seinen Überresten habe ich auch noch Metall entdeckt, das nicht vom Silo stammt. Fremdes Metall? Dann ist das wohl doch ein Indikator, dass an deiner Bombentheorie etwas dran sein könnte. Trotzdem benötige ich stichhaltigere Beweise. Elexitor Azog will Fakten. Du wirst welche liefern. Nein, was ich tun konnte, habe ich getan. Gut. Wie geht es weiter? Da die Spuren beim Silo nur unzureichende Ergebnisse geliefert haben, benötigen wir einen neuen Anhaltspunkt. Was ist mit Skibors Vergangenheit? Vielleicht finden wir dort ein paar Antworten. Das bezweifle ich. Unsere Agenten genießen Privilegien. Sie in Frage zu stellen, kann ungeahnte Folgen haben. Privilegien interessieren mich nicht. Wenn ich den Fall aufklären soll, dann zu meinen Bedingungen. Nun gut, da die Zeit drängt, bin ich bereit, eine Ausnahme zu machen. Du erhältst hiermit die Erlaubnis, seine Unterkunft zu inspizieren, bevor wir ein weiteres Silo verlieren. Wo befindet sich Skibors Unterkunft? Im Sektor der Agenten, wo auch sonst. Ja, okay. Nervensäge. Jetzt bin ich gespannt, weil er halt kein Elex wahrscheinlich eingenommen hat. Keinen Bock mehr auf Elex hatte. Wobei jetzt der Sektor der Agenten nochmal. Mach mal, da ist die. Ist das hier? Das könnte hier sein. Hallo? Also. Da. Was bist du für eine? Warum ist denn da ein Hologramm von dem Hühnchen? Okay, das ist die Kantine. Der hat uns ja das letzte Mal durchgeführt und wollte nichts mehr. Was gibt es? Ich sehe mich nur um. Du bist keiner von uns. Sei vorsichtig, wo du hier hingehst. Nicht jeder Bereich ist für die Öffentlichkeit zugänglich. Wir haben hier alles im Blick. Du gehörst zu den Wachen? So ist es. Und wer bist du? Ich heiße Jax. Warte! Bist du etwa der Jax, der bis zum Hybriden vordringen konnte? Sieht so aus. Ich? Interessant. Ich wusste nicht, dass du wieder zurück bist. Hätte nicht gedacht, dass ich dich mal persönlich kennenlerne. Ich habe leider keine Zeit, mich weiter mit dir zu unterhalten. Vielleicht, wenn meine Schicht rum ist. Guten Abend, Pieps. Nee, ist nur Skies da. Was zur Hölle? Warum sind hier plötzlich 7 Leute? Guten Abend an alle und guten Abend, Pieps. War ein Spontan-Stream, deswegen sind da eher wenige von den... von denen da, die wo gern schreiben. Ist da wer? Merkwürdig. Hey, ich darf hier rein? Okay, scheinbar doch nicht. Das ist für dich. Du hast keine... Gut. Geh ich halt da rein. Darf ich hier rein? Ja? Nein? Ich möchte meine Ration Elex abholen. Rang? Soldatstufe E6. Wie vorhin geschaut. Ich habe auch erst um 9 angefangen. War spontane Entscheidung. Jetzt muss ich
bloß wieder wissen, wo die Agenten wohnen. Hier? Hä? Was ist Pumpman? Beobachtungsprotokoll. Wow, was ist denn hier los? Traurige Aufzeichnung. Ich habe keine Ahnung, welchen Tag wir heute haben. Um mich herum ist alles still geworden. Ich zittere am ganzen Körper. Sie sprechen mich nur mit der Bezeichnung Subjekt 42 an. Hier geht irgendwas vor sich. Ich kann aber nicht erklären, was es ist. An die frische Luft darf ich auch nicht. Das Einzige, was sie mir gelassen haben, ist dieses Aufnahmegerät. Überall scheint auf einmal Blut zu sein. Ist es echt? Oder bilde ich mir es nur ein? Auf dem Boden, an der Wand, sogar unterm Tisch. Wo kommt das bloß her? Ich muss hier raus. Es fühlt sich alles so falsch an. Ah, jetzt komme ich mit. Ja, es gibt so viele Namen, ich kann mir die alle nicht merken. Und schöne Grüße zurück an ihn. Subjekt 42 weigert sich weiterhin, mit uns zu kooperieren. Die Aufnahme der Medikamente erfolgt ab sofort über die Nahrung. Daher werden die Substanzen vor der Verabreichung in die Lebensmittel gespritzt. Die Durchführung der Versuchsreihe ist damit gewährleistet. Es wurden Auffälligkeiten in der Gestik und Mimik des Subjektes beobachtet. Starkes Schwitzen und zitternde Hände sind ebenfalls wahrzunehmen. Das Subjekt spricht kaum noch. Falls eine Unterhaltung zustande kommt, ist es schwer zu verstehen. Zusätzlich wurde festgestellt, dass es halluziniert. Scheiße, was ist los? Dieser Lagerraum ist Eigentum der Alps von Ignadon. Unbefugten ist der Zutritt streng untersagt. Du machst keine Gefangenen, oder? Wenn es um den Erhalt meiner Gemeinschaft geht, gibt es nur eine Direktive. Und du hast ganz eindeutig dagegen verstoßen. Oh, das ist natürlich etwas ganz anderes. Okay, entspannen wir uns mal. Was tust du hier eigentlich? Ich bin Nyra. Ich habe die Aufsicht über unsere Bestände der Akkumulatoren. Verstehe. Du bist hier der Wachdienst? Wachdienst? Nein, das ist nicht ganz das, was ich hier tue. Moment mal, kenne ich dich nicht irgendwoher? Ja, allerdings. Wir hatten schon einmal das Vergnügen im Relikt der Kuppelstadt von Abessa. Ich war damals mit Abstand die beste Technikerin in dieser Siedlung der Kleriker, wenn du dich erinnerst. Damals gehörte ich noch zu den Separatisten. Doch das ist lange her und heute herrschen andere Regeln. Ah, das habe ich gemerkt. Wie kamst du hierher? Ich hatte damals als Separatistin meine Heimat verloren. Keine einfachen Zeiten für mich. Wie du weißt, habe ich für die Kleriker der Kuppelstadt als Technikerin gearbeitet und mich dafür bezahlen lassen. Ich habe getan, was ich musste, um zu überleben, auch wenn ich dabei oft gegen meine Überzeugung gehandelt habe. Diese Zeiten sind vorbei. Du bist sehr impulsiv für jemanden, der bei den Alps groß geworden ist. Ich gehöre wieder zu den Alps mit allen Konsequenzen. Mit ein, zwei Schlägen auf die Köpfe derer, die nicht so funktionieren, wie du es gerne hättest? Du weißt es besser als jeder andere hier, was der Entzug unseres Elex bewirken kann.
Der innere Kampf gegen extreme Emotionen macht uns zuweilen schon mal schwer zu schaffen. Schon okay. Ich nehme die Entschuldigung an. Es muss ein Leben ohne das Elex geben. Nur so können wir unserer Sinne wieder Herr werden. Daher versuche ich, so oft ich es kann, unser Elex wieder abzusetzen. Solange ich dabei nicht in der Nähe bin? Du scheinst mich gut zu kennen. Es ist lange her, aber du warst früher einmal viele Jahre ein sehr hohes Tier am Hofe des Eispalastes, Jax. Soweit ich mich erinnere, warst du sogar dem Hybriden direkt unterstellt, nicht wahr? Ein ziemlich dunkles Kapitel meiner Karriere. Ich hatte dich damals in der Kuppelstadt von Abessa aber trotzdem nicht erkannt. Ein weiterer Beweis, dass unser blaues Elex unsere Sinne vernebelt, ohne dass wir es merken. Es gibt eine neue Gemeinschaft in Caracas. Sie nennt sich selbst die Sechste Macht. Diese Menschen versammeln sich in der alten Bastion, um gegen die fremden Eindringlinge zu kämpfen. Warum erzählst du mir das? Du wärst ein passender Kandidat für eine Waffengefährtin. Wenn du deine Stimmungsschwankungen im Griff hast, versteht sich. Aha. Und woher willst du wissen, dass ich nicht mit den fremden Eindringlingen sympathisiere? Ich schätze dich nicht so ein, dass du die Kontrolle über deine Existenz gänzlich aus der Hand geben würdest. Deine Expertise und Kampfkraft wäre für die Sechste Macht und auch für mich unentbehrlich. Mag sein. Vielleicht hast du ja sogar recht. Ein gewisser Reiz steckt in deinem Angebot, muss ich zugeben. Also, ich wäre der Sache an sich nicht ganz abgeneigt. Allerdings... Nicht ganz abgeneigt? Was heißt das? Du warst einmal ein Idol für uns alle. Du warst der effektivste Feldherr, den die Alps jemals hatten. Doch das ist schon lange vorbei. Du hast zusammen mit den freien Menschen einen Krieg gegen uns geführt. Ich habe auf eigene Rechnung gehandelt, das ist wahr. Doch ich hatte keine andere Wahl. Die Hybridmaschine hätte die Alps ins Verderben gestürzt. Sich auf die Versprechungen des Hybriden zu verlassen, war ein großer Fehler. Doch wenn alles nach Plan und der Direktive gelaufen wäre... Dann hätte die Hybridmaschine über kurz oder lang trotzdem alle Lebewesen Magallans in die Konverter gesteckt, um ihnen das blaue Elex zu entreißen. Du als Separatistin hast damals für die alten Werte der Alps und gegen die Hybriden gekämpft. Du solltest es besser wissen, Nyra. Niemand hätte das überlebt. Auch nicht die Alps. Meine Intervention und die der freien Menschen, die damals hinter mir standen, war mehr als notwendig, um das Schlimmste zu verhindern. Das aus deinem Mund zu hören, ist schon sehr befremdlich. Aber wer weiß. Vielleicht hast du recht. Vielleicht aber auch nicht. Wie ich schon sagte... Diese Zeiten sind schon lange vorbei. Was sind deine Aufgaben hier im Depot? Im Wesentlichen bin ich dem Erhalt unserer Gemeinschaft verpflichtet. Mein Hauptinteresse liegt in der Beschaffung und Auswertung geheimer strategischer Pläne der anderen Gemeinschaften. Wir würden uns damit einen unglaublich großen Vorteil verschaffen. Wen genau meinst du, wenn du wir sagst? Die Menschen im Allgemeinen oder nur die Alps? Ist das von Belang? Nun, erst einmal nicht. Bis zu dem Punkt, an dem ein Interessenkonflikt vorliegt. Das ist irrelevant. Sag mir jetzt nicht, dass nicht auch die Sechste Macht davon immens profitieren würde. Sollte der Fall eines Interessenkonflikts eintreten, gilt es, die dann vorliegende Situation neu zu bewerten. Oh, du hast dir das offenbar gut überlegt. Nein, aber ich werde es tun müssen, sollte es tatsächlich so weit kommen. Wie auch immer, du musst zugeben, dass ein Risiko besteht, dass unsere Vereinbarung nicht von langer Dauer sein könnte. Das ist doch immer die Gefahr, egal in welcher Konstellation sich unsere Einigung gerade befindet. Das klingt ja spannend. Findest du? Ich denke, das wird sich noch zeigen, ob es zu einer solchen Emotion führt. Wie genau soll das ablaufen? Ich meine die Beschaffung der geheimen strategischen Pläne der anderen Gemeinschaften.
Warum hast du so ein großes Interesse daran? Nun, wenn du hier in deinem Lager versauerst, wirst du nicht wirklich irgendetwas beschaffen können. Du wirst aus dem Depot heraus müssen und draußen brauchst du Hilfe, wenn du etwas erreichen willst. So, und du bist derjenige, der das tun wird, ja? Warum nicht? Ich helfe dir und du wirst meine Waffengefährtin. Darüber sollte ich erst noch einmal nachdenken. Ich habe wenig Zeit. Gib mir eine Antwort. Ich denke darüber nach. Nix da. Ich will jetzt eine Antwort. Okay, na schön. Na schön. Ich will dich ja nicht bedrängen, aber... Du versicherst mir, dass du nichts von mir verlangst, was meinem Volk schaden könnte? Das kann ich dir nicht versprechen. Wir befinden uns in einem Krieg, in dem es ums Überleben der Menschheit geht. Sehr allgemein gehalten. Und trotzdem ehrlich. Das verstehe ich. Na schön. Ich werde das Risiko eingehen. Dann höre, was ich plane. Das Depot wird von ein paar Outlaws in der Nähe beobachtet. Sie haben sicherlich schon einige Daten über uns gesammelt und schmieden ihre Angriffspläne auf unser Hauptquartier. Diese strategischen Pläne will ich. Ich muss herausfinden, was die Outlaws über uns wissen, damit ich uns schützen kann. Wenn du Wort hältst und mich dabei unterstützen willst, dann ist das jetzt deine Gelegenheit. Ich bin dabei. Zeig mir die Outlaws, die du beklauen willst. Sehr zielstrebig, wie immer. Gut, ich bin bereit. Lass uns losgehen. Kaya verlässt die Gruppe? Nein! Siehst du, da sind sie. Sie sind schon eine ganze Weile immer mal wieder hier aufgetaucht. Es ist nur ein Spähtrupp. Mag sein, aber ich lass mich nicht so gerne ausspionieren. Sie haben irgendwo in ihrer kleinen Lagerstätte ihre strategischen Pläne versteckt. Wir werden jetzt die Lagerstätte durchsuchen und ihre strategischen Pläne erbeuten. Was ist, wenn sie uns dabei erwischen? Es sind Outlaws. Niemand wird sie vermissen. Wir könnten ihnen die Pläne auch einfach unterm Hintern wegstehlen. Und damit die offene Auseinandersetzung vermeiden? Ja, aber ich stehe auf offene Auseinandersetzung. Scheiße. Ich weiß nicht. Gut. Wie du willst. Das überlasse ich dir. Scheiße, ich weiß nicht. Gut, ich überlasse es dir. Noch irgendwelche Dinge mit mir. Alter, die sind viel zu stark, Mann. Oh oh. Ein geschulter strategischer Analytiker wird sie auswerten können. So. Tschüss. Jetzt nichts wie weg, bevor sie mich erwischen. Das hätte ich auch so machen können, ne? Alles klar, die sind zu stark für uns. Ich ging schleichen nochmal. So. So. Jetzt nichts wie weg, bevor ich glaube, alles andere auch. Ah, fuck. Scheiße, wo kommst du her? Kopf! Oh shit! Diese Scheißinfektion. Was soll das denn mir eigentlich? Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Alter, die führt mich, weiß der Kai ja wohl. Ist das das Depot? Oh ja, das ist das Depot, sehr gut. Ist das da? Achso, das sind die Outlaws. Du könntest auch einfach hier stehen bleiben. Ich konnte die Pläne der Outlaws erbeuten. Sehr gut, gib sie mir. Ich danke dir. Ich werde sie später auswerten.
Damit haben wir vermutlich einen bevorstehenden Angriff auf unser Depot vereitelt. Wie ich sehe, stimmt dich das zufrieden. Ist das so? Nun, das können wir auch sein. Denn selbst die kleinsten Schlachten haben manchmal verheerende Wirkung auf das große Ganze. Okay. Und was nun? Ich muss erst noch darüber nachdenken. Solange bleibe ich an deiner Seite. Und vielen Dank. Keine Ursache. Okay, und jetzt? Ich will die Kaya wieder mitnehmen. Was soll der Scheiß? Einfach da meine Leute auszuwechseln. Ist die Kaya eigentlich schon wieder ein Ding? Falk, Bully, Kaya. Wo haben wir da hin? Sie ist jetzt da drüben. Wer seid ihr drei? Sirik. Finlay. Wo zur Hölle kommt denn ihr her? Achso, das sind die Typen von der Kaya, oder was? Hast du schon mit deinen Leuten im Vor über Fox geredet? Ja, aber offenbar fühlt sich niemand so recht für ihn verantwortlich. Fox erledigt wohl nicht seine Aufgaben, die ihm aufgetragen werden. Und dass ihn noch keiner unserer Spähtrupps aufgespürt hat, um ihn an seine Pflichten zu erinnern, ist schon etwas merkwürdig. Fox ist offensichtlich irgendwie etwas Besonderes und genießt eine gewisse Narrenfreiheit bei den Warlords. Ich habe das aber jetzt nicht weiter verfolgt und werde es auch nicht mehr tun. Ich habe schließlich noch eine Menge wichtigere Dinge auf meiner Agenda. In Ordnung, danke. Keine Ursache. Lass uns in Tavar auf Erkundungstour gehen. Gut, dann aber schnell, bevor die Spione der Kleriker wieder verschwunden sind. Ich will unbedingt wissen, was sie da wollen und sie dann unschädlich machen. Ach so, jetzt mache ich der Mission, ne? Da sind sie, wie ich es mir gedacht habe. Das ist ein Roboter. Maschinen der Kleriker, Spione der Fanatiker aus der Burg. Bist du dir sicher? Ich kenne die Maschinen der Kleriker. Die dort drüben verhalten sich etwas merkwürdig. Das sieht nicht nach Erkundung aus. Wirkt eher so, als seien sie auf Angriff programmiert. Pah, wir werden es ja gleich herausfinden. Wir bleiben jetzt weiter. Oh Mann. Unglaublich. Ja. Geh du vor, ich bleibe hinter dir. Dem Ding habe ich es gegeben. Wow. Was ist denn noch auf? Oh Gott. Alter, das sind nur mehr. Hilfe! Warte mal, was war das? Nee. Acht war's. Scheiß Penner mich halt trotzdem erwischen. Das machst du nicht. Warte mal, das sind ja 12. Trink was. Was mit der Kaya, Alter? Was machst du denn schon wieder? Wie
wie es aussieht, hattest du wohl recht. Die maschinellen Spione sind tatsächlich auf Angriff programmiert. Dass die Kleriker es wagen, uns Berserker so offen anzugreifen. Ich glaube das nicht. Die Kleriker haben momentan eigentlich ganz andere Probleme. Wir sollten uns erst einmal um die restlichen Spione kümmern, die um das Fort herumgeistern. Warum sie hier sind, können wir später noch klären. Na schön, wie du meinst. Hä? Ach da. Ist da noch ein Zeug? Energiezelle, Amazit. Alter, da überall? Ernsthaft? Ich sollte aber mal... Warte mal. Inventar. Beschädigter Bogen, beschädigter Berserkerbogen, beschädigte Armbrust. Schrupflinde. Ja, da fehlt mir Geschicklichkeit, ne? Attribute. So. Warte mal. Da ist irgendwas. Schakal. Oh Gott, ich hab fast keine Energie mehr verwendet. Alter. Ah, shit, jetzt haben die anderen Penner mich auch schon gesehen. Ich wollte mir doch eigentlich... hier schon finde. Acht. Komm mal her, du. Alter! Hilfe! Trink was, Penner! Nein, du sollst... Ich wusste, ich stürze ab. Ich wusste einfach. Fuck. Weißt du, da muss dann dieser scheiß Schakal auftauchen. Warte mal. So. Ich bin nicht gut genug. Ach so, ja. Attribute. So. Übernehmen. Inventar. Zack. 8. Diese Robots sind ganz schön hartnäckig, Robots. Was? Man sollte diesen Fanatikern ihren eigenen Schrott zu fressen geben. Wir kriegen das schon in den Griff. Irgendjemand hat sie also gekapert. Aber mit welcher Absicht? Was meinst du? Lass uns den Rest auch noch erledigen. Dann sehen wir weiter. Okay. Haben wir immer beide erwischt mit der Scheiße. Das sind die anderen. Warte mal, wir müssen uns ja schon mit den Zeug aufklauben. Wo ist das Zeug? Da. Mal hier. Hä, ist da noch was? Da auch.
Oh, da ist ja noch mal eine. Es geht los. Ich brauch viel zu viel Scheiß, Mann. Na, frisst dein Fleisch. Die anderen sind da oben. Oh, das sind ja gleich noch mehr. Fleisch, ein bisschen speichern und weiter. Kommen die? Alter! Trink was! Gut, dass ich so heftig. Alter! Hilfe! Na warte! Hä, warum fliegt er nicht mehr alleine? Eieieiei. Warte mal, da ist er. Einer fehlt noch. Da ist noch einer kaputter, oder? Wo ist der kaputte? Da. Hä? Wie sieht es jetzt aus? Ich denke, wir haben alle maschinellen Spione erledigt. Verfluchte Blechdosen. Am liebsten würde ich... Die Kleriker haben nichts damit zu tun. Jemand hat ihre Maschinen umgepolt. Ach ja? Und da bist du dir ganz sicher? Ich habe mir die Dinge mal genauer angesehen. Wie ich schon vermutet habe, sind sie umgepolt worden. Die Kleriker selbst stecken jedenfalls nicht hinter diesen Angriffen. Na gut, ich werde deinem Urteil vertrauen und werde das jetzt nicht weiterverfolgen. Trotzdem hoffe ich, dass so etwas ein Einzelfall bleibt in Tavar. Wie auch immer, ich danke dir für deine Hilfe. Gern geschehen. Du kannst auf mich zählen. Wenn du wieder einmal so eine Sache verfolgst, dann gib mir Bescheid. In Ordnung, das werde ich. Geht's dir gut? Na klar, danke.
Noch ist es kaum abzusehen, ob es in einem alles entscheidenden Krieg gegen die Fremden endet. Doch wir müssen vorbereitet sein. Okay. Aber an der Stelle machen wir nochmal Schluss für heute Abend. Oder für heute Nacht. Ich denke mal, das nächste Mal werde ich dann auf jeden Fall früher Bescheid sagen, wenn es sowas ist. Weil das war jetzt wirklich so spontan. Und dann bedanke ich mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Elex oder bei einem anderen Stream. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Ach ja, und eine gute Nacht. Warte mal. Doch, ja. So. Servus.